Denn jetzt geht's an die Substanz. Jetzt geht's darum, weshalb Sie, der Verbraucher oder der Endkunde, vielleicht an die Baustelle gerufen hat. Entweder sind ja, das sind so die Gründe, entweder ist an der Eindeckung was, was nicht gefällt, oder man hat sich Gedanken gemacht, einfach den Energiestandard ein bisschen zu verbessern, wie das Ganze funktioniert. Das schauen wir uns jetzt am Modell mal etwas genauer an. Seien Sie beruhigt, wir, ich hatte ja eben schon angekündigt, die anstrengende Theorie, die ist jetzt weitestgehend vorbei. Die bauphysikalischen Hintergründe, die bleiben natürlich immer die gleichen. Und ich habe versucht, meine Ausführungen jetzt so ein wenig oder mich bei meinen Ausführungen etwas in Ihre Lage zu versetzen, nämlich in die Lage, dem Bauherrn zu erklären, wie funktioniert denn dieses System überhaupt? Welche Rolle spielen dabei die einzelnen Komponenten? Und was müssen die einzelnen Komponenten in sich können? Und wie wirken dann die einzelnen Komponenten, damit dann am Ende das dabei rüberkommt, was wir uns versprochen haben? Da werden Sie so ein paar Fachbegriffe mitbekommen, die ich so ins Umgangssprachliche übersetze, damit Sie einfach das Ganze dann eins zu eins auf Augenhöhe, fachlich auf Augenhöhe, dem Bauherrn weitergeben können. Wir steigen einmal ein, ganz kurz in die Vorstellung der Firma Gutex. Da gibt es zwei Zahlen, die ich Ihnen so ein bisschen nahelegen möchte. Zum einen sehen Sie hier, wie Gutex irgendwann mal entstanden ist. Das war eine kleine Wassermühle, wo wir Strom erzeugt haben, dann eine ganze Weile Papierschliff, also der Rohstoff für Papier. Und dann haben wir 1932 schon angefangen, die ersten Holzfasern zu produzieren. Warum nun diese Zahl? Warum erwähne ich das überhaupt? Ich erwähne das deshalb, weil wir in unserem Tagesgeschäft, vielleicht geht es Ihnen da ganz genauso, immer wieder angesprochen werden von Bauherren, mitunter auch von Planern, die da sagen, ja, jetzt kommt ihr und wollt mir hier sowas Öko verkaufen. Wer sagt mir denn, dass es euch in 5 Jahren noch gibt? Oder seid ihr dann vielleicht pleite? Und was ist, wenn ich da jetzt meine Reklamation habe? Übermorgen gibt es euch vielleicht nicht mehr. Nein, weit gefehlt. Erstens, Gutex befasst sich seit inzwischen 85 Jahren mit dem Produkt. Wir sind nach wie vor, und das ist die zweite Zahl, die ich hier gerne an die Wand werfe. Wir sind ein Mittelständler. Wir arbeiten, agieren und kommunizieren mit Ihnen auf Augenhöhe. Sie haben es mit uns, bei uns nicht mit einem Konzern zu tun, sondern, ich sage immer, mit echten Menschen, auch in der Anwendungstechnik im Übrigen. Sie sehen es, es ist ein Familienbetrieb, ein inhabergeführter Betrieb, und wir sind da mit Nachdruck dabei, das so zu belassen. Gesund gewachsen, von daher können Sie getrost davon ausgehen, dass es uns auch die nächsten 85 Jahre noch geben wird. So, das ist ein kurzer Überblick über das Gesamtsortiment der Firma Gutex. Kurz und knapp, Sie können unter oder oberhalb des Estrichs anfangen, mit Holzfaser zu dämmen, den Bodenbelag darauf aufbringen, also den Endbelag, bis hin zum Fürstanschluss. Also kurz und knapp, Sie können die gesamte Gebäudehülle mit Holzfaser-Dämmprodukten einpacken, die dann natürlich für die Verwendungszwecke unterschiedliche Eigenschaften haben. Und heute befassen wir uns natürlich dem Thema gemäß mit dem, was sich auf dem Sparren abspielt, und mit den Gefachdämmstoffen Thermoflex und Thermofiber. Warum Holzfaser? Warum Dämmstoffe aus nachwachsenden Rohstoffen? Dass der Dämmstoff im Winter dafür sorgen soll, dass Energie oder Wärme nicht einfach so aus dem Haus verpufft, das ist, denke ich, klar. Wir reden da über den Kälteschutz, das geht uns alle an. Da sind wir uns, denke ich, einig. Beim Hitzeschutz, das ist ein Thema, wo Holzfaser hervorragend seine Wirkung entfalten kann. Das ist vor allen Dingen ein Thema, was immer präsenter wird. Wenn ich an meine Kinderzeit mal zurückdenke, dass es da, ich komme aus dem Rheinland oder genauer gesagt aus der Eifel, da ist quasi undenkbar gewesen, dass im Sommer mal Temperaturen von um die 40 Grad herrschen. Das ist in den letzten Jahren, will nicht sagen zur Regelmäßigkeit geworden, aber ungewöhnlich ist es, weiß Gott, nicht mehr. Wenn wir weiter Richtung Süden gehen, ins Rhein-Main-Gebiet, im Freiburger Raum, wo wir jetzt mit unserem Werk zu Hause sind, da ist das im Sommer, in den heißen Sommermonaten, schon fast an der Tagesordnung. Kurz und knapp, das ist ein flächendeckender Punkt, über den man einfach reden soll. Sie werden gleich in meinem Vortrag ein Objekt sehen, wo genau das Thema war. Genau der Hitzeschutz war das Thema, warum überhaupt saniert werden sollte. Und dann haben wir letztendlich noch den Lärmschutz. Wenn ich jetzt hier so mal
zum Fenster rausschaue oder oben aus meinem Hotelzimmer über die Stadt schaue, da wird auch immer häufiger im Hinblick auf Lärmschutz saniert. Und auch da punktet die Holzfaser auf ganzer Linie. Jetzt haben wir gleichzeitig große Vorteile, aber auch schon das erste Problem vielleicht. Denn wie bringe ich denn einem Bauherr oder einem Entscheider, Investor bei, wie Hitzeschutz funktioniert oder Schallschutz? Kann ich dem sagen, du kriegst von mir 3,50 Meter Hitzeschutz und 5,5 Kilo Schallschutz? So einfach ist es nicht. Wir kennen alle die Maßeinheiten, das heißt aber noch lange nicht, dass der Kunde die kennt und versteht. Jetzt könnte man das noch mit Diagrammen und Untersuchungen untermauern, aber den Endkunden kriege ich damit nicht. Und jetzt kommen wir zu einem Punkt, den ich Ihnen so ein bisschen ans Herz legen möchte, nämlich wir versuchen mit ganz einfachen, nachvollziehbaren Praxisversuchen dieses Thema mal aufzugreifen. Und dazu habe ich mir jetzt verschiedene Dämmstoffmuster mal vorbereitet. Zum einen die Holzfaser, da passt genau ein Smartphone rein in die Ausfräse. Und dann habe ich einen Standard fließkaschierten Schaumdämmstoff und ich habe die Steinwolle. Sie werden gleich so die eine oder andere Überraschung erleben. Die Steinwolle, Stein, schwer, Masse gleich Schallschutz, das ist so die Denke. Aber das ist eben doch nicht alles. Und hier habe ich jetzt natürlich nicht irgendein weiches Material genommen, sondern das ist schon eine 60 Kilopascal Flachdachdämmplatte. Also das ist auch schon ein bisschen was mit Masse. Und ich mache jetzt Folgendes, ein Smartphone haben Sie alle zur Hand. Ich werde jetzt ein bisschen Musik laufen lassen und stülpe die Dämmstoffe der Reihe nach übers Telefon drüber und Sie werden dann Unterschiede hören. Ich kündige das so ein bisschen vorab mal an. Da wird das so ein bisschen blechern klingen. Mitunter wird so ein Dämmstoff sogar zum Resonanzkörper. So ein Haus wird nach einer Fassadendämmung mit einem dicken Schaumdämmstoff vielleicht sogar lauter, als es vorher gewesen ist. Bei dem Material werden die Hochtonfrequenzen so ein bisschen rausgefiltert. Das ist so, wie wenn an der Lautsprecherbox der Hochtöner plötzlich ausfällt. Und bei dem Material werden wir gleich hören und erleben, wie es funktioniert. Das stört vielleicht, ja, das hilft. Also, der Schaumdämmstoff. Es ist schon ein gewisser Effekt zu hören, keine Frage. Aber sicherlich nicht das, was ein Kunde erwartet, wenn er über Schallschutzsanierung spricht. Jetzt kommt die Steinwolle. Da sieht es schon besser aus. Wie gesagt, diese brillanten Hochtonfrequenzen, die sind ganz gut rausgefiltert. Jetzt machen wir nochmal den direkten Vergleich. Steinwolle und Holzfaser. Jetzt muss man nicht mehr viel reden. Also da, wie gesagt, hat mit einem wissenschaftlichen Versuch überhaupt nichts zu tun. Es geht einfach nur darum, dass der Bauherr versteht, was er kriegt. Denn am Ende ist das ganz einfach, wenn man versteht, was man bekommt, dann weiß man auch, wofür man mehr Geld ausgeben soll. Bei einem Auto ist das ganz einfach, da weiß jeder, wenn ich eine Klimaanlage und eine Sitzheizung haben will, die kostet einfach was. Bei einer Dachdämmung sieht das ein bisschen anders aus. Das zeigt eben dieser einfache Versuch. So, in Sachen Hitzeschutz haben wir eine ähnliche Diskussion. Phasenverschiebung, sommerlicher Hitzeschutz, haben wir alles schon mal gehört. Aber wie funktioniert es denn? Und jetzt kommt der zweite Versuch, mit dem wir dem Kunden gleich zwei Sachen zeigen. Nämlich zum einen, ich nehme jetzt hier diesen flexiblen Gefachdämmstoff, den wir hier im Muster verbaut haben und werde den einfach mit dieser Lötlampe mit einer Flamme beaufschlagen. Wir sehen zwei Dinge. Zum einen, es ist Holz und trotzdem brennt es nicht. Das ist auch immer so eine Diskussion, die wir regelmäßig führen. Was ist denn, wenn es mal brennt? Naja, hier sind Flammschutzmittel drin und diese Gefachdämmstoff und auch die druckfesten Platten, die werden anfangen zu glimmen und in dem Moment, wo die Flamme weggeht, hört auch dieses Glimmen wieder auf. Der zweite Punkt ist eben, man kann sich das vorstellen, das ist die Sonne. Das funktioniert natürlich im Wohnzimmer mit einem Feuerzeug ganz genauso. Das geben Sie dann dem Bauherrn vielleicht in die Hand. Das ist der bewohnte Innenraum, beziehungsweise meine Hand ist der bewohnte Innenraum. Und wir sehen jetzt gleich, dass diese sommerliche Hitze eigentlich gar nicht erst im Innenraum ankommt, sondern sie kommt irgendwann an, aber eben zeitlich sehr, sehr stark verzögert. Das ist jetzt ein kleiner Versuch. Wie gesagt, Feuerzeug im Wohnzimmer beim Kunden geht ganz genauso. Ich glaube, da muss man nicht mehr viel reden. Ich nehme jetzt die Flamme weg.
Ja, der Rauchmelder ist auch weg. In dem Moment, wo ich die Flamme wegnehme, dann ist auch dieses Glimmen wieder weg. Also auch das kein hochwissenschaftlicher Versuch, sondern der Bauherr merkt einfach und kann mit seinen eigenen Gedanken nachvollziehen, dass der Hitzeschutzeffekt tatsächlich da ist. So, wir haben die Argumentation so ein bisschen abgeschlossen und schauen uns jetzt mal an, wie die einzelnen Produkte funktionieren. Wie wichtig das ist, eben die Produkte in einer gewissen Dosis mit einer gewissen Wirkung zu kombinieren. Letztendlich so ein bisschen zu vergleichen wie Kuchen backen. Nur dann, wenn ich von jeder Zutat das Richtige in der richtigen Menge zusammenpacke, dann wird auch am Ende das draus, was wir uns vorgestellt haben. Wie wirkt nun der Gefachdämmstoff? Und da haben wir einen der größten Vorteile von sorptionsfähigen Dämmstoffen überhaupt. Sorptionsfähige Dämmstoffe, jetzt rede ich ganz neutral, eben nicht nur über Holzfaser. Auch Hanf, Schafwolle, Flachs, Zellulose sind alles sorptionsfähige Dämmstoffe aus nachwachsenden Rohstoffen. Da können Sie sich also so ein bisschen das aussuchen, was dem Kunden am ehesten nahe kommt. Der große Effekt ist, dass, und jetzt spreche ich nur für die Holzfaser, die kann bis zu 15% ihres eigenen Volumengewichtes an flüssigem Wasser aufnehmen. Ich rede jetzt nicht von Wasserdampf, sondern wirklich flüssiges Wasser. Dieses flüssige Wasser wird im Dämmstoff gespeichert und bei trockenem Umfeld eben wieder abgegeben. Jetzt habe ich hier eben meine Probe in diesen kleinen Wassertrog getaucht. Jetzt trieft's. Auch das ist ein Versuch, der sich sehr empfiehlt. Sie sehen es jetzt hier läuft jetzt nichts mehr raus. Wenn ich das mit Mineralwolle machen würde, hätte ich längst das Hemd und die Arme nass. Es nimmt die Feuchtigkeit auf wie ein trockener Schwamm und gibt sie eben bei trockenem Umfeld wieder ab. Auch das ein kleiner Versuch, so eine Dämmstoffprobe mit zum Kunden nehmen, tauchen Sie die vor den Augen des Kunden in einen Eimer Wasser, fringen das Ganze ein bisschen aus, sagen dem Kunden, jetzt leg's mal auf die Heizung, morgen früh ist der wieder trocken. Der ist trocken, verliert keine Dämmleistung, der fällt nicht in sich zusammen, der fängt auch nicht an und schimmelt einfach vor sich hin. Wenn diese 15% überschritten werden, dauerhaft, dann wird es natürlich kritisch. Aber, und das ist der große Punkt, selbst wenn die Holzfaser mit 15% Feuchtigkeit beaufschlagt ist, verliert die tatsächlich keine Dämmleistung. Das liegt einfach daran, dass die Feuchtigkeit wie beim natürlich gewachsenen Holz in den Zellwänden sich sammelt und dann mit der Zeit da wieder rausdiffundiert. Holz quillt und schwindet, nimmt Feuchtigkeit auf und gibt sie wieder ab. So, warum ist das für die Sanierung so interessant? Wenn wir diese 15% des eigenen Gewichtes mal runterrechnen auf eine 14 cm Dämmmatte, dann bedeutet das, dass ein Quadratmeter 14 cm Dämmung 1155 Gramm flüssiges Wasser aufnehmen kann. Die Norm 4108 Teil 3, die legt klipp und klar fest, wie viel Feuchtigkeit maximal im Quadratmeter Dach auftauchen kann. Und in dem Fall reden wir hier von Tauwasser. Sie sehen also 500 oder 1000 Gramm. 500 Gramm maximal bei nicht sorptionsfähigen Dämmstoffen, Mineralwolle, 1000 Gramm bei sorptionsfähigen Dämmstoffen. Bis 1000 Gramm Feuchtigkeit ist das ganze Jahr über verteilt im Quadratmeter Dach. Funktioniert noch alles, sagt die Norm. Die 1000 Gramm, die erlaubt sind, die werden allein durch den Gefachdämmstoff schon übertroffen. Und wenn ich jetzt noch das Feuchtigkeitspotenzial von dieser druckfesten Platte mit aufnehme, dann reden wir über 25 Liter pro Kubikmeter. Das heißt 2,5 Liter pro Quadratmeter 10 cm Platte, was diese Unterdeckplatte nochmal zusätzlich aufnehmen könnte. Und jetzt sieht man, was wir in dem Bereich für ein enormes Sicherheitspotenzial haben. Denn wir wissen ja gar nicht, wo Feuchtigkeit überall eindringt. Wir können nicht chirurgisch genau jede Undichtigkeit und jede Leckage so bearbeiten, dass das absolut dicht ist. Das geht gar nicht. Also müssen wir dafür sorgen, dass die Feuchtigkeit, die reinkommt, keinen Schaden mehr anrichten kann. Und da hilft eben die Holzfaser hervorragend weiter. Ja? Nicht ab, genau. Da haben wir, gut, das ist Fragen, da gibt es einige Marktbegleiter, die sagen, das ist einer großer Nachteil der Holzfaser, die säuft sich mit Wasser voll und dämmt dann nicht mehr. Natürlich, wenn der Dämmstoff vollkommen übersättigt ist mit Wasser, dann dämmt er nicht mehr. Aber wenn wir die 15% nicht überschreiten, dann geht der ausgewiesene Lambda-Wert bei unserem Material 0,38 als Bemessungswert, der geht nicht hoch dabei. Wenn Mineralwolle, genau,
hervorragend. Steilvorlage. Also der Kubikmeter Mineralwolle kann an der Stelle 50 Gramm Wasser aufnehmen. 50 Gramm. Wo wir von 15 Liter pro Kubikmeter reden, kann die Mineralwolle 500 Gramm, Entschuldigung. Also, die kann zwar ein bisschen Feuchtigkeit aufnehmen, aber alles, was die 500 Gramm überschreiten würde, läuft irgendwann unten raus und wenn sie nass wird, fällt die in sich zusammen wie ein Stück Zewa-Tuch, was sie nass machen. Das wird nicht mehr trocken und es wird nicht mehr funktionsfähig. Ja, natürlich. Klar. Denn die Mineralwolle zu viel Feuchtigkeit aufnimmt, dann ist das Wasser das, was später die Wärme nach außen transportiert. Wasser ist ein ganz guter Wärmeleiter und die Wärme, die wir eigentlich im Objekt behalten wollen oder die Energie, die wird dann eben recht ungefiltert nach außen transportiert. Da gehe ich nicht von aus. Ich weiß es nicht genau, aber ich gehe nicht davon aus. So, ein zweiter Effekt der Holzfaser, die hat einen recht hohen Strömungswiderstand. Das heißt, wenn Sie eine Holzfasermatte vor dem Mund nehmen, versuchen da durchzupusten, das fällt Ihnen schwerer, als wenn Sie das mit Mineralwolle machen würden. Das heißt, für die Sanierung, die kalte, frostige, stürmische Außenluft, die tut sich viel schwerer durch die Holzfaser durchzuströmen, als durch Mineralwolle. Und jetzt kommt's, die Holzfaser lässt sich das nicht gefallen, die bleibt ein bisschen länger warm. Und da, wo das Produkt oder die Konstruktion länger warm bleibt, dann bleibt sie auch länger gesund und Tauwasserrisiko ist deutlich minimiert. So, jetzt haben wir noch den Einblasgefachdämmstoff als Alternative. Funktioniert bauphysikalisch genauso, ist aber eben in der Sanierung insofern gut zu Hause, weil es eben fugenfrei und passgenau einzubauen ist. Der Einblasdämmung ist es völlig wurscht, ob das Gefach genau parallel ist, ob die Sparren Waldkante haben, ob sie gerade sind oder krumm. Die schmiegt sich ganz lückenlos an alle Unebenheiten an und ist aus dem Blickwinkel heraus für die Sanierung hervorragend geeignet. Natürlich muss man sich anschauen, was unten drunter ist. Das haben die Kollegen von ProKlima ja schon erwähnt. Ich kann unbeachtet dessen, was unten drunter ist, wenn ich einfach mit meiner Einblasmaschine komme und einen Baudruck auf, dann puste ich mir mitunter vielleicht die Innenverkleidung von der Wand runter. Das ist ja nicht im Sinne des Erfinders. Es ist ein Dämmstoff für alle Stärken. Sie haben also nicht mehr das Problem, da in der Ecke 80 mm, da hinten 100 und 120 und 140 und das, was Sie brauchen, ist gerade nicht da. Sie können mit diesem Dämmstoff alles erschlagen. Das ist komprimiert auf Paletten angeliefert, wird verarbeitet, genauso wie Zellulose auch. Und jetzt kommt der große Vorteil von diesem Produkt. Es ist deutlich rationeller im Einbau. Wenn wir eine sauber vorbereitete Baustelle haben, jetzt rede ich mal über den Neubaubereich, dann schaffen wir 60 bis 80 Kubikmeter Dämmstoff pro Tag. Das heißt, ein komplettes Holzhaus, Außenwände, Dach, Decke ist an einem Tag komplett gedämmt. Sie wissen selbst, wie lange Sie vielleicht brauchen, wenn Sie das mit Matten ausführen wollen. Und da gibt es so eine einfache Vergleichszahl. Der Holzfaser-Mattendämmstoff kostet bei Ihnen auf dem Hof angeliefert so viel wie der Einblasdämmstoff inklusive Einbau. Sie müssen nichts mehr das Gerüst hochtragen, Sie haben keinen Verschnitt mehr. Bei hohen Gebäude, hohen Höhen steht die Einblasmaschine unten auf der Erde, der Schlauch fördert das Material nach oben und Sie können sehr, sehr rationell arbeiten. Und da kommt jetzt der Vorteil zum Kunden, der Ihr Angebot vielleicht vom Wettbewerbsangebot absetzt, indem Sie sagen, du, bei mir kriegst du das Gleiche wie bei meinem Mitbewerber. Der Mitbewerber bietet dir einen Standarddämmstoff an, bei mir kostet der gute ökologische Hitzeschutz- und Schallschutzdämmstoff keinen Cent mehr, weil wir eben vielleicht mit einem Einblasdämmstoff arbeiten. So, das Gefach ist abgefrühstückt. Jetzt schauen wir uns an, was sich oberhalb des Sparren so tut. Und da haben wir mit der Unterdeckplatte gleich mehrere Funktionen erschlagen. Nämlich zum einen eine regensichere Unterdeckung, das kennen Sie von der Unterspannbahn oder von der Unterdeckbahn. Wir überdämmen gleich den Sparren. Wir können uns ja in der Sanierung überlegen, ob wir den Sparren aufdoppeln. Bei 10 oder 12 cm Sparren oder Dämmhöhe reicht nicht ansatzweise aus, um den Mindeststandard der NF zu erfüllen. Wir überdämmen also gleich den Sparren. Und jetzt sei kurz erwähnt, 12 cm Gefachdämmung aus Holzfaser plus 6 cm Holzfaserdämmplatten obendrauf ergibt schon den Mindest-U-Wert von 0,24, den die NF fordert. Also das ist gar nicht so hoch, wie man sich vielleicht vorstellt. Wir überdämmen also die Sparren. Wir haben mit
der Unterdeckung aus Holzfaser 3 Monate freie Bewitterung. Das heißt, wenn es von heute auf morgen anfängt zu frieren und zu stürmen, Sie können nicht mehr auf die Baustelle, können nicht eindecken, dann darf die Platte 3 Monate draußen liegen. Und frei bewitterbar ist hier jetzt wirklich wörtlich zu verstehen, ob es hagelt, schneit, regnet, das ist wurscht, das ist auf 3 Monate getestet und da ist sogar noch ein gesunder Sicherheitspuffer mit berücksichtigt. Wir brauchen kein Nageldichtband unter der Konterlatte. Wir sind mit der Platte winddicht, auch durch die Nut- und Federverbindungen schon. Wir sind gemäß ZVDH-Definition naht- und perforationssicher. Das heißt, der Grund für die Nageldichtung ist ja der, dass entlang der Konterlatte, entlang der Verbindungsmittelfeuchtigkeit über die Jahre nach innen laufen kann. Das könnte bei der Holzfaser auch passieren, aber in dem Moment, wo der Wassertropfen auf Holzfaser trifft, dann quillt die ein bisschen auf. Und umschließt das Verbindungsmittel wieder so fest, dass eben keine Feuchtigkeit am Nagel, an der Schraube, an der Klammer entlang nach innen eindringen kann. Wir haben, und das ist jetzt eine Besonderheit bei Gutex, wir haben unsere Produkte auf Hagelschlag testen lassen, mit der höchsten Hagelschutzklasse HSK5. Dabei wurde mit einer 5 cm Eiskugel auf die Platte geschossen und wie das Ganze aussieht, was das für eine Wirkung hat, das sehen wir gleich noch genauer. Und jetzt kommt eine sehr wichtige Info für alle innungsorganisierten Dachdeckerbetriebe unter Ihnen. Wir haben für unsere Unterdeckplatten eine erweiterte Garantiehinterlegung beim Zentralverband. Heißt, wenn oder sollte durch einen Materialschaden unserer Platte ein Bauschaden entstehen, dann stehen wir eben nicht dafür gerade, dass wir Ihnen dann 148 Quadratmeter neue Platten liefern und lassen sie mit dem Rest im Regen stehen. Diese Garantiehinterlegung heißt, dass Gutex, dass wir als Hersteller auch für sämtliche zusätzliche Kosten gerade stehen müssen. Umdecken, Latten runter wieder neu machen, neues Dämmmaterial verlegen. Wenn die Innenbeplankung betroffen ist, dann muss die halt eben raus und erneuert werden, bis hin zu den Gerüstkosten, die fällig werden, wenn ich eben das Haus vielleicht neu einrüsten muss. Das ist alles in dieser erweiterten Garantiehinterlegung berücksichtigt und jetzt bin ich wieder bei der Innung. Das könnte vielleicht für den einen oder anderen Grund sein, in die Innung nochmal einzutreten. So, wenn wir solche Aussagen treffen, insbesondere so eine Aussage, 6 Jahre Garantiehinterlegung, das ist ja schon fast ein Blankoscheck. Da muss man sich seiner Sache also sehr extrem oder sehr sicher sein. Und da kommt eben wieder die Mentalität eines Familienunternehmens zum Tragen. Wir gehen lieber einmal mehr auf Nummer sicher, als dass wir uns einmal mehr auf Masse konzentrieren. Und wie das Ganze eben später funktioniert, das zeigt der Kollege in der Praxis. Das Rätsel liegt genau an diesem Detailpunkt. Sie sehen es hier schon ganz grob. Wir haben keine flächenbündige Nut und Feder. Hier würde sich Wasser stauen. Das sieht bei uns ein bisschen anders aus. Das wird aber später der Kollege Thorsten Siemens genauer erklären. Warum ist der Hagelschutz so wichtig? Und wie sah dieser Test aus? Ganz kurz, 50 mm Eiskugeln, das ist in etwa so groß wie eine Billardkugel und auch genauso schwer. 110 Stundenkilometer aus 1,10 Meter Entfernung. Da hat also wirklich eine Druckluftkanone mit diesen Vorgaben auf die Platten geschossen. Dass hier an dieser Stelle nichts passiert, da waren wir uns recht sicher. Wir wollten wissen, was genau hier das Problem ist. Wir haben also gezielt mit 5 cm Kugeln auf die T-Stoßverbindung geschossen und haben dabei bemerkt oder gesehen, dass wir keinen Durchschlag haben. Das heißt, die T-Stoßverbindung hatte zwar auf der Rückseite eine kleine Delle, die Delle war aber eben nicht gerissen. Und damit ist die Unterdeckfunktion in vollem Umfang gewährleistet oder da bleibt im vollen Umfang erhalten. Okay, also die 5 cm war bei 6 cm Plattenstärke, das ist genau das hier. Die 35 mm Platte, das ist so eine Standard-Neubauplatte, die haben wir auch mit 5 cm beschossen, da war auch kein Loch drin. Da war aber auf der Rückseite an der Nut- und Federverbindung eine Delle und die hatte Risse. Deshalb haben wir gesagt, da gehen wir nicht, da sagen wir nicht Hagelschutzklasse 5. Aber die 4 cm Eiskugel mit der gleichen Geschwindigkeit hat die 35 mm Platte hervorragend ausgehalten. Also 35 mm Hagelschutzklasse 4. Und ab 60 mm aufwärts Hagelschutzklasse 5. Das ist getestet, hier sehen Sie es, September 2014 beim TÜV Rheinland in Köln. Das ist im Übrigen, wenn Sie das interessiert, hier sehen wir jetzt, was das für Folgen hat. Warum haben wir überhaupt das Geld in die Hand genommen? Das ist jetzt noch nicht so lange her. Gerade vor kurzem hatten wir im Norden wieder so ein Sturmereignis. In Brandenburg passiert es immer wieder, das werden wir vielleicht gleich im Nelskamp-Vortrag sehen.
Sturmereignisse, Hagelereignisse, das dauert 20 Minuten und ein ganzes Dorf ist zerlegt wie nach einem Bombenangriff. So, hier haben wir natürlich schon ein gigantisches Problem. Die ganze Eindeckung ist kaputt, die Solarthermieanlage, Photovoltaik, Doppelstegplatten, alles hinüber. Hagel kommt in Verbindung mit Wind und Sturm, fliegt mitunter mal diagonal oder waagerecht. Das ist so extrem selten, leider nicht mehr. Und darauf sind natürlich auch die Versicherer aufmerksam geworden. Und das Hauptproblem ist eben nicht nur diese kaputte Eindeckung, das ist alles kalkulierbar und berechenbar. Das Problem ist hier, und das war im Übrigen ein 8 Jahre alter ingobierter Tonziegel, das war nicht etwa ein halb verrotteter Betondachstein. Ist in der Regel vielleicht eine alte Gitterfolie, das wissen wir alle selbst, wie die nach 30 Jahren aussieht, die reiße ich mit einem Fingerstreich in Stücke. So, jetzt hagelt es hier drauf und plötzlich liegen 5 cm Eiskörner auf dem Speicherboden. Die schmelzen, die sickern in die Substanz und die kriegt man nur noch sehr, sehr schwer mit hohem Energieaufwand wieder raus. In der Regel hinterlässt das feuchte Schäden am Innenausbau. Und das dann wieder zu regulieren, eine Dampfbremse einzubauen, neu herzustellen, das sind so die Schäden, vor denen die Versicherer Angst haben. So, wir haben in Köln und in Bonn jetzt Anfang des Jahres 2 Fälle erlebt, wo der Handwerker, in Bonn hat es auch so ein Ereignis gegeben jetzt dieses Jahr, da ist der Handwerker mit unserem Prüfzeugnis zum Versicherer, beziehungsweise der Bauherr mit unserem Prüfzeugnis zum Versicherer gegangen, hat gesagt, schau dir das an, ich habe es jetzt extra so gemacht, dass dieser üble Schaden nicht mehr passieren kann und der Versicherer hat tatsächlich in dem Fall seine Prämie etwas reduziert. Kein Blankoscheck jetzt von uns, aber solche Ansätze kann man auch mal gehen und das war genau unsere Absicht, warum wir halt eben die Eigenschaft unserer Platten auf Hagelschlag mal getestet haben. So, wir kommen nochmal einen ganz kleinen Schritt zurück und schauen uns nochmal den Vergleich der einzelnen Bahnen an. Also Gefach ist bedient, die Unterdeckung ist bedient. Wir haben gehört, das ist bauphysikalisch sehr, sehr zuverlässig und robust, aber eben zeitintensiv, handwerklich in den Anschlusssituationen. Ich muss um die Sparren drumherum schlaufen, Latten seitlich befestigen. Hoher Kostenaufwand und der hohe Kostenaufwand ist vielleicht genau das, was uns ein Problem beim Kunden macht, denn der versteht ja überhaupt nicht, warum in ihrer Position, in ihrem Angebot plötzlich eine Position steht, die da heißt, liefern und herstellen einer luftdichten Ebene 20,75 Euro pro Quadratmeter. Dann geht der Kunde ins Internet, Google, aha, DASA Plano oder DASA Top kostet 2,20 Euro pro Quadratmeter und der Dachdecker will von mir 20 Euro haben. Du verarschst mich doch nach Strich und Faden. Also es ist keine Akzeptanz dafür da, der Kunde versteht nicht, wofür diese Position da ist und versteht schon gar nicht, warum die so teuer ist. Also versuchen wir diese Diskussion zu umgehen, unter anderem diese Diskussion und entscheiden uns vielleicht genau deshalb für die Luftdichtigkeitsvariante über den Sparren geführt. Denn die ist eben bauphysikalisch genauso robust, sie ist normkonform, das ist nicht etwa was, was wir uns im Schwarzwald in der Winterstunde mal ausgedacht haben, das steht so in der Norm. Es ist in der Fläche schneller verlegt, es ist ein bekannter Arbeitsablauf, das kennen Sie vom Verlegen der Unterspannbahn oder Schalungsbahn. Damit ist es kostengünstiger umsetzbar und in Verbindung mit Holzfaser drumherum vielfach sicher. Jetzt kommt die große Frage, wie kann es denn sein, dass ihr Industrie uns jetzt jahrelang gepredigt habt, die Dampfbremse gehört nach innen und jetzt kommt er plötzlich daher und sagt, alles gar nicht mehr so wichtig, legt doch einfach eine diffusionsoffene Bahn über die Sparren drüber, ist genauso gut. Ganz so einfach ist es nicht. Das hat 4 Faktoren, 4 handfeste Punkte, warum dieses System denn nun trotzdem bauphysikalisch genauso robust funktioniert. Und jetzt kommt einer der großen Unterschiede in der Argumentation oder Berechnungsansicht von Gutex im Vergleich zu Proclima. Proclima geht hin und setzt in seinen Berechnungen voraus, dass diese vorhandene Innenbeplankung erst gar nicht da ist. Die tun so, als sei die nicht da, weil man dort argumentiert, das ist was Altes, wir wissen nicht, wie die Eigenschaften ist, also lassen wir es am besten weg und arbeiten in der Berechnung nur mit dem, was sich wirklich berechnen lässt. Wir bei Gutex sehen das ein bisschen anders und nehmen diesen dampfbremsenden Effekt, die diese Produkte haben, nehmen wir in unsere Berechnung mit auf. Welchen dampfbremsenden Effekt haben wir? Oder anders gefragt, womit haben wir es denn in der Regel zu tun? Ich denke, da sind wir uns einig, zu 80% Gipskarton, Sauerkrautplatte mit Putz oder eine Profilholzschalung. Das ist so das, was wir meistens als Innenverkleidung vorfinden. Wie unterschiedlich diese Produkte wirken, habe ich versucht mit den Schulnoten mal klar zu machen. Jetzt kommt vielleicht die erste Überraschung.
das, was wir als Diffusions- oder als recht offen halten, weil es ja viele Nut- und Federverbindungen hat, das schneidet am besten ab. Der Gipskarton, den wir für dicht halten, aus dem Bauchgefühl raus, der schneidet am schlechtesten ab. Das liegt in der Natur der Sache. Gips nimmt Feuchtigkeit auf, transportiert die ganz gut wieder weiter und hat somit einen SD-Wert von 10 cm, kriegt von mir die Schulnote 4. Bei der Holzfaser sieht es anders aus. Die schneidet in der Übersicht jetzt am besten ab mit 40 cm SD-Wert, kriegt die Schulnote 2-, nicht ganz so toll, aber völlig ausreichend oder gut zu berechnen in unseren Aufbauten. Warum ist das nun so, dass wir trotz der Nut- und Federverbindungen 40 cm SD-Wert haben? Das liegt daran, dass das eigentliche Holz an sich, was ja den viel, vielfach höheren Anteil hat als das Fugenbild, das Holz an sich ist um so viel besser im SD-Wert, dass diese beiden Anteile, Vollholz und Fugenbild, das relativiert sich auf im Durchschnitt 40 cm. Das haben Untersuchungen ergeben. Wie wirkt nun diese Schicht? Klar, wir haben eine vorhandene Innenbeplankung mit einem gewissen dampfbremsenden Effekt und den nehmen wir in unseren Berechnungen mit auf. Der zweite Punkt, warum nun dieses Prinzip der planverlegten Bahnen funktioniert, ist eben unser sorptionsfähiger Dämmstoff. Die Holzfaser, die kann recht gut Feuchtigkeit aufnehmen. Die Feuchtigkeit, die in die Konstruktion reinkommt, wird von der Holzfaser aufgesaugt wie von einem nassen Schwamm. Das heißt, da, wo Feuchtigkeit auftaucht, wird diese Feuchtigkeit auf eine große Fläche verteilt. Von links nach rechts im Gefach, von der Traufe zum First in Längsrichtung hin. Und da, wo Feuchtigkeit eben auf einer großen Fläche wirkt, dann provoziert diese Feuchtigkeit eben nicht den kapitalen Bauschaden. Und jetzt kommen wir wieder zum Strömungswiderstand. Die kalte, frostige Außenluft tut sich viel schwerer, diesen Holzfaserdämmstoff auszukühlen. Aber der eigentliche Hauptvorteil an der Stelle ist tatsächlich das Saugverhalten. Der dritte Punkt, das hat ProKlima jetzt schon lang und breit erklärt. Wir verlegen eine luftdichte Bahn. Die hat tatsächlich in dem Fall hier 2 cm SD-Wert oder 5 cm. Also fast so offen wie die, was weiß ich, Delta Vent S oder Vent N, die Sie alle kennen als Standard-Schalungsbahn. Aber diese Bahn müssen eben eine sogenannte Luftdichtigkeitsprüfung bestanden haben. Wie wirkt das? Nehme ich eine Standardbahn, eine mikroporöse Bahn, puste die auf wie eine Brötchentüte, dann entsteht ein Ballon, der fällt nach 2 Minuten in sich zusammen, weil die Luft wieder rausgeht. Und genau das passiert bei einer Bahn, die eine Luftdichtigkeitsprüfung bestanden hat, eben nicht. Heißt, die Feuchtigkeit wandert durch Diffusion nach innen und die Bahn sorgt dafür, dass diese Feuchtigkeit eben nicht unkontrolliert in Bewegung geraten kann. Jetzt übersetzen wir Konvektion vielleicht in Durchzug, dann wird es noch klarer. Mit dem Moment, wo eine Bahn so flächig, diese Bahn flächig über die Sparren verlegt wird, kann ein Durchzug in der Konstruktion nicht entstehen, selbst wenn irgendwo ein kleines Loch ist, wo Feuchtigkeit nach innen dringt. Der vierte Punkt, und jetzt wird es interessant aus mehreren Hinsichten, wir müssen sowieso Dämmhöhe schaffen. Wir legen also, um Dämmhöhe zu schaffen, über die Sparrenkante noch eine 60 mm Holzfaser. Wie wirkt die Holzfaser an der Stelle? Wir ziehen sozusagen dem Dach einen Holzfasermantel an, damit es eben dieser kalten Sparrenoberkante im Winter nicht zu kalt wird. Dadurch wird eben die kühle, frostige Außentemperatur von der Sparrenoberkante ferngehalten. Die winddichtende Funktion der Platte, und jetzt nochmal, diese winddichtende Funktion ist auch durch die Nut- und Federverbindung schon gegeben, sorgt dafür, dass eben keine frostige, kühle Außenluft den Dämmstoff oder die Konstruktion auskühlen kann. Und sie übernimmt die Funktion der regensicheren Unterdeckung. Jetzt kommt die große Frage, warum denn ausgerechnet 60 mm? Weil uns Vertriebsmenschen 35 nicht genug sind? Weil wir mehr verkaufen wollen? Nein, so einfach ist es nicht. 60 mm, ich rede jetzt von dieser wärmenden Funktion dieses Holzfasermantels sozusagen, da sind 60 mm eben ausreichend für nahezu 95% der Bauorte in Deutschland. Das heißt, die Klimabedingungen, die wir in Deutschland haben, so und so viele Tage im Winter, statistisch gesehen unter minus 10, so und so viele Tage im Sommer über 30 Grad. Daraus resultieren Temperatur- oder Druckschwankungen. Je höher diese Temperaturdifferenzen sind, desto höheres Problem habe ich mit Feuchtigkeitsschwankungen oder mit Feuchtigkeitswanderung. So, dadurch, dass wir über ganz Deutschland gesehen haben, gewisse Klimabedingungen haben, können wir sagen, der 60 mm Mantel ist warm genug,
um die Sparrenoberkante im Winter langfristig warm zu halten. Im Erzgebirge oder im Westerwald oder an der Zugspitze oder am Feldberg im Schwarzwald sähe das anders aus. Da sind die Wintertage mitunter zu lange zu kalt. Und wenn dieser Zustand anhalten würde, dann passiert Folgendes. Ist dieser Holzfasermantel zu dünn? Das können wir uns jetzt an drei Fingern abzählen. Wir haben Diffusionsfeuchte von innen nach außen gelassen. Die trifft jetzt auf diese Bahn, die ja diesen Funktionsfilm hat, kondensiert in der Bahn, dann friert es aus dem Eis oder aus dem Wassertropfen wird Eis und irgendwann haben wir nach wenigen Tagen Frost eine wunderschöne natürliche Dampfsperre. Nämlich dann, wenn diese Bahn komplett vereist ist. Das müssen wir natürlich auch um jeden Preis verhindern. Dazu ist nochmal diese 60 mm Holzfaser da. Also nochmal, wäre dieser Holzfasermantel dünn, zu dünn, also einfach meinetwegen 35 mm oder 22 mm, kondensiert Wasserdampf in der Luftdichtigkeitsbahn, wird zu Eis. Aus der Bahn, die diffusionsoffen ist, wird plötzlich eine Dampfsperre und im Laufe der Jahre kollabiert das System. Wenn dieser Zustand zu lange anhält und nach einem extremen Winter vielleicht noch ein feuchtes Frühjahr kommt, dann haben wir im ersten Jahr schon das erste Problem. So. Jetzt schweifen wir mal kurz ab und schauen uns mal an, was denn passiert, wenn ich verschiedene Situationen vorfinde und diese verschiedenen Situationen mit verschiedenen Produkten bediene. Was bei den folgenden Aufbauten jetzt immer gleich ist, ist 12 cm Sparrenhöhe oder Dämmhöhe und 6 cm Platte über dem Sparren drüber. Wir haben jetzt in dem Beispiel hier eine 25 mm Holzwolleplatte mit 15 mm Putz. Wir haben bei dem Aufbau rechnerisch kein Tauwasser. Laut Norm erlaubt wären in dieser Konstruktion 500 Gramm Tauwasser. Also wenn hier 500 Gramm Tauwasser entstehen würden, ist das okay. Weil im Lauf der Jahre oder im Jahresverlauf diese 500 Gramm auch wieder verdunsten können. So, jetzt wird es aber interessant. Wir haben in diesem Aufbau erst gar kein Tauwasser und trotzdem verdunsten aus diesem Aufbau 8300 Gramm pro Quadratmeter pro Jahr. Was soll da passieren? Da kann nichts mehr passieren. Das Ganze ist so robust, die Feuchtigkeit, die irgendwo eintritt, die wird ganz schnell wieder nach außen getragen. Aber wir sehen es ja rechnerisch, gibt es hier überhaupt kein Tauwasser. Das ist also ein sehr, sehr robuster Aufbau. Ein bisschen anders sieht es aus, wenn wir den Gipskarton auf der Innenseite haben. Jetzt denken wir wieder zurück, Schulnote 4-, SD-Wert 10 cm. Da kommt jetzt eine ganze Menge mehr Feuchtigkeit rein und zwar um so viel mehr, dass wir bei diesem Aufbau 126 Gramm Tauwasser haben. Jetzt habe ich mir gedacht, Gipskarton, okay, ist nicht so toll, dafür packen wir ja Holzfaser mitten ins Gefach, müsste ja alles wieder gut sein. Also es ist nicht alles wieder gut. Wir haben hier tatsächlich Tauwasser, nämlich 126 Gramm. Das ist aber gerade mal 12,6% von dem, was die Norm erlaubt. Weil wir hier einen subtionsfähigen Gefachdämmstoff haben, sagt die Norm, nicht 500 Gramm Tauwasser dürfen entstehen, sondern sogar 1000, weil auch die Norm erkannt hat, dass dieser Saugeffekt der Holzfaser im Gefach die Konstruktion trocken hält. Aber wie gesagt, 126 Gramm entstehen, die Norm erlaubt 1000, also ein Vielfaches mehr. Aber auch hier haben wir jetzt ein Verdunstungspotenzial von 6800 Gramm. 126 Gramm flüssiges Wasser entstehen, 6,8 Liter können das ganze Jahr über aus der Konstruktion raus verdunsten, also auch hier völlig sicher und langfristig gesund. Jetzt schauen wir uns noch eine Situation an, die sieht vielleicht ein bisschen befremdlich aus, aber sie begegnet uns immer wieder. Der Bauherr kommt und erzählt Ihnen, dass er mit seinen Kegelbrüdern vor 10 Jahren die Dämmung höchstpersönlich verlegt hat mit einer Alukaschierung und die bleibt schön drin. Die zu entsorgen ist mir viel zu teuer. Jetzt liegt es an Ihnen, das Ganze zu beurteilen. Hat dieses Zeug den Namen Dämmstoff noch verdient oder ist es schwarz oder voller Mäusehinterlassenschaften? Dann muss das einfach raus. Das kann nur ein Kompromiss sein. Und jetzt sage ich ganz salopp, bevor Sie den Auftrag verlieren, kann man auch guten Gewissens so arbeiten. Und wenn dieser Dämmstoff dann noch eine Alukaschierung hat oder auch mal mit dem Schlagtacker x-mal daneben geschlagen worden ist, also mit Löchern drin, das ist nicht schlimm. Denn auch dieser Aufbau ist rechnerisch tauwasserfrei. Aber auch hier 1000 Gramm pro Quadratmeter erlaubt, weil diese Funktionsbahn an einem sorptionsfähigen Dämmstoff anliegt. Und welche Funktion dieses Saugverhalten jetzt hier an der Stelle übernimmt, also wir sagen, dass hier mindestens 40 mm nach unserer Erfahrung, nach unseren Berechnungen eingebaut werden müssen, mindestens 40 mm. Und diese 40 mm, die haben einen hervorragenden Effekt, nämlich die können schon 330 Gramm pro Quadratmeter an Feuchtigkeit aufnehmen und zwischenspeichern.
Aber auch dieser Aufbau hat, obwohl wir hier einen alten Dämmstoff drin lassen, mit einer kaputten Alukaschierung, dieser Aufbau hat rechnerisch ein Verdunstungspotenzial von 6,8 Litern pro Jahr. Es entsteht kein Tauwasser, aber es verdunsten 6,8 Liter. Also auch dieser Aufbau ist bauphysikalisch robust und gesund. Man sieht jetzt so ein bisschen, wie diese einzelnen Bauteile und ihre Eigenschaften miteinander korrelieren. Und darum geht es. Einfach erkennen oder im Hinterkopf behalten, welches Produkt hat welche Wirkung. Diese Produkte geschickt miteinander kombiniert und da kann ich sehr gut spielen. Und natürlich bin ich auch in der Situation, dass ich mal mit einem Mineraldämmstoff arbeiten muss. Wir sind ja nicht diejenigen, die Holzfaser auf Gedeih und Verderb predigen. Wir haben Situationen, wo wir aus 12 cm Gefachhöhe das Maximum an U-Wert rausholen müssen. Und das schaffen wir nicht vielleicht, sondern mit einem 0,32er Dämmstoff viel besser wie mit der Holzfaser, die wir mit 0,38 ansetzen müssen. Sie sehen, wir gehen da recht objektiv und kundenfreundlich mit um. Und in erster Linie geht es darum, das Problem des Bauherrn zu lösen. Alle diese Standardaufbauten, die Sie gesehen haben, sind schön und gut. Wenn Sie morgen oder nächste Woche die erste Sanierung wieder machen nach unserem Vortrag, dann werden Sie genau das vorfinden, was Sie hier nicht gesehen haben. Und dann rufen Sie uns bitte einfach an. Wir machen dann ebenso wie Proklima eine ganz schnell unbürokratische bauphysikalische Berechnung mit Namen des Bauvorhaben nach Ihrer Bestandsaufnahme. Oder halt eben der Mann von Gutex kommt an die Baustelle und macht mit Ihnen zusammen die Bestandsaufnahme. Dann berechnen wir den Aufbau in der Anwendungstechnik. Sie kriegen diese Berechnung innerhalb von 24 Stunden wieder zurück. Können Sie dem Planer oder dem Bauherrn vorlegen und sagen, wenn wir das so sanieren, dann kann nichts passieren. Das habe ich von Gutex überprüfen lassen oder von Proklima. Jetzt schauen wir uns noch, und dann sind wir so gut wie durch, einige Detailanschlüsse an. Das hat Proklima schon hervorragend beschrieben. Hier ist natürlich ein Kompriband wichtig, damit eben keine Feuchtigkeit oder kalte Luft eindringen kann. Hier legen wir eine Schlaufe oder beziehungsweise eine Schalungsbahn auf die erste Reihe drüber, damit eben wassersicher abgeleitet werden kann. Das wird der Kollege Thorsten Siemens später noch erklären. An dieser Stelle wünschen wir uns ein Draufblech. Und zwar eines, was nicht in die Rinne ableitet, sondern nach außen hin. Hat auch einen ganz, ganz handfesten Effekt. Werden wir gleich hören. So, das ist auch klar, wenn wir einen alten Bims oder Hochlochziegel haben, der noch mit der Axt behauen ist am Giebel, da muss einfach ein Glattstrich drüber. Auf den Glattstrich kann ich die Luftdichtigkeitsbahn sauber ankleben. Ich bringe dann hier unter der Platte nochmal genau noch mein Kompriband ein, dass nur ja keine kalte Luft hier eindringen kann, sonst hätten wir nämlich hier ganz schnell schwarze Flecken auf der Innenseite. Und jetzt wird es interessant. Ich komme also zu dem Bauvorhaben, was ich eingangs erwähnte. Wir hatten es mit sehr anspruchsvollen Bauherren zu tun. Das Budget war jetzt nicht maßgebend. Das Einzige, was maßgebend war, war der sommerliche Hitzeschutz. Das Objekt hatte großflächige Schleppdachgauben. Unter den Gauben hatte der Bauherr seine Büros. In dem Fall war das ein Planungsbüro. Und der hat uns klipp und klar gesagt, seid ihr in der Lage, dieses Objekt so wiederherzustellen? Erstens optisch so, wie es war. Vor allen Dingen will ich aber hier in meinen Büros endlich mal im Sommer arbeiten können, ohne drei Klimaaggregate laufen zu haben bei trockener, kalter Luft. Also ich will Hitzeschutz. Der Rest mit dem Dach, naja, ist mir egal, es muss zwar gemacht werden, aber Hitzeschutz an der Stelle ist ganz wichtig. Und was noch wichtig war, diese ganze Dachkonstruktion, das war ein klassisches Sparrendach, das war so fragil, dass der Statiker, den wir dazu gerufen hatten, gesagt hat, lasst, wenn das irgend bauphysikalisch möglich ist, lasst mir diese alte Schalung liegen, denn wenn da jetzt da ein übermotivierter Geselle mit der Nagelklaue dran geht und reißt rum und versucht die Schalung abzureißen, dann fällt am Ende alles zusammen. Wir mussten also diese alte Schalung liegen lassen, die hat ja jede Menge Fugen, ist also nicht mehr dampfbremsend. Also haben wir an der Stelle eine feuchte variable Bahn erstmal verlegt, die eben eindringende Feuchtigkeit bei Trockenperioden auch wieder in den Raum zurücklässt. Wir haben auf dem Hauptdach 18 cm eine Dämmplatte, eine einfache Dämmplatte verlegt. Auf die Dämmplatte nochmal eine Schalungsbahn. Das ist eine einfache Dämmplatte, die eben nicht diese ausgeklügelte Nut- und Federverbindung hat. Konterlatte, Schalung und Naturschiefer. Damit war das Hauptdach erledigt. Hier an der Gaube wird es jetzt interessant. Wie gesagt, immer nur Hitzeschutz, das war das Thema. Wir sind also hingegangen und haben auf die Gaubenschalung erstmal eine feuchte variable Dampfbremse verlegt.
dann 60 mm Holzfaser für Hitzeschutz und Schallschutzeffekt. Und um dann ausreichend Dämmeffekt zu erzielen, sind wir hingegangen und haben nochmal 80 mm EPS oder PUR oben drauf gelegt. Damit haben wir gleich zwei Probleme erschlagen. Wir haben genügend Dämmstoffhöhe geschaffen. Vor allen Dingen haben wir aber das Problem erledigt, dass wir die Holzfaser nur ab 15 Grad Dachneigung ohne zusätzliche Bahnen einsetzen können. Ich kann auch auf eine Holzfaser keine Schweißbahn verlegen, ist logisch. Ich kann auch keine EPDM, Alvitra oder sonst was verlegen, weil ich dann unter der Bahn Kondensat im Laufe der Zeit bekäme. Ich habe auch auf der Holzfaser keine harte Bedachung, also ich habe auch ein Brandschutzproblem. Alle diese Probleme haben wir erledigt, indem wir uns in dem Fall mit Bauder zusammengetan haben, die uns dann eben mit unterstützt haben, die das mitgetragen haben. Und so sind wir eben hingegangen, hatten hier einen konventionellen geschäumten Dämmstoff. Da kam in dem Fall eine EPDM-Abdichtung drüber. Der Kundenwunsch war erledigt, Statikwunsch war erledigt, Hitzeschutz war erledigt. Und wir sind ganz, ganz individuell auf dieses Problem eingegangen und waren uns eben nicht so schade, an der Stelle einfach mal andere Industrien mit ins Boot zu nehmen. Hier ist jetzt ganz wichtig, oder es hat sich so einfach ergeben müssen, dass sowohl Proclima wie auch Gutex mehrfach an der Baustelle war. Wir haben uns die Details angeschaut. Wir haben nachher den Gesimskasten voll ausgedämmt mit einer Einblasdämmung, weil es nicht anders ging. So arbeiten wir bei solchen Problemfällen. So, das ist natürlich so unser Traumbild, wenn wir es hinkriegen, auch die Schleppdachgaube sauber in Holzfaser auszuführen. Wenn es denn so machbar ist, da brauchen wir an der Stelle ebenfalls eine Luftdichtigkeitsbahn. Wir brauchen hier eine wasserleitende Bahn. Und jetzt wird es hier interessant. Holzfaser an sich im Steildach erst ab 15 Grad ohne eine zusätzliche Bahn regendichter. Und hier haben wir es eben mit einer 5 Grad Gaube zu tun gehabt. Und da gibt es eben mittlerweile auch unter anderem auch von Proclima Produkte, die bis 5 Grad Dachneigung zulässig sind und vor allen Dingen dabei noch diffusionsoffen. Und das ist der schöne Effekt hier dran. Wir haben hier ein flach geneigtes Dach, was wir mit Holzfaser ausführen können und dabei diffusionsoffen bleiben. Hier haben wir eine normale Ziegeleindeckung. An der Stelle haben wir eine EPDM-Abdichtung auf eine Schalung aufgebracht. Hier haben wir eine Belüftungsebene, die nach oben weitergeht. Und interessant oder wichtig an der Stelle ist, so wie bei dem Aufbau hier auch, wir haben an der Stelle oder müssen an der Stelle sicherstellen, dass Schlagregen oder Treibschnee nicht zu weit nach oben auf die Holzfaser gelangen können. Deshalb sind wir mindestens 50 cm im Lot gemessen mit der Abdichtung nach oben gegangen, damit eben genau das nicht passieren kann. Bei der Holzfaser sieht es genauso aus. Diese Ebene haben wir 50 cm ans Hauptdach gezogen, im Lot gemessen und sind damit sicher vor Schlagregen und Treibschnee. Hier ja. Hier habe ich die harte, also in dem Fall eine EPDM-Bahn, das könnte auch eine Schweißbahn sein. Die harte Bedachung habe ich durch die Schalung erfüllt. Durch die 23 mm Schalung, 25 mm OSB ist harte Bedachung. Kies obendrauf wäre auch harte Bedachung, dann haben wir beim Bauphysikproblem. So, ganz kurzer Ausblick nochmal in die Norm. Warum zeige ich diese Folie überhaupt? Deshalb, weil wir im Tagesgeschäft immer wieder auf Situationen stoßen, wo der Gutachter oder sonst ein schlauer Sachverständiger sagt, das ist für mich Quadachnet, hat jetzt kürzlich ein Bayer gesagt, da gehört eine Folie drauf. Nein, gehört nicht. Und dann heißt noch, und überhaupt Holzfaser und Holz und Wasser, das verträgt sich sowieso nicht. Diese Denke ist in manchen Köpfen noch drin. Mag sein, aber dass Holzfaserdämmstoffe im Gefach und eben auch als Unterdeckung erlaubt sind, das steht. Das ist ein 1:1 Auszug aus der DIN 68800, steht hier klipp und klar verankert. Sollte es also irgendwo mal eine Diskussion mit einem besonders akribischen Sachverständigen geben, dann darf man eben darauf mal hinweisen. So, ich fasse zusammen. Warum machen wir uns Gedanken über Holzfaser oder was ist das Besondere daran? Diese ganzen Konstruktionen, jetzt gehe ich nochmal zurück, sorptionsfähige Dämmstoffe, Flachs, Hanf, Schafwolle, Zellulose, was auch immer, genauso wie Holzfaser, machen die Konstruktion bauphysikalisch robust und wohngesund. Warum wohngesund? Dieses Thema Bauchgefühl und mein persönlicher Beitrag zum Klimaschutz, das hört sich für uns vielleicht esoterisch an, ist aber immer mehr Bauherren tatsächlich eine Herzensangelegenheit. Die muss man bedienen können. Wenn man versucht, darüber hinwegzugehen, entscheidet sich der Bauherr vielleicht für jemand anderen.
So, also hier steht ganz klar der Nutzer im Vordergrund. Fehlerverzeihend. Wir haben es eben gehört, im schlimmsten Falle 126 Gramm Tauwasser und 6,8 Liter Verdunstungspotenzial. Da kann nicht mehr viel passieren. Wobei, das weiß Gott, kein Blankoscheck dafür ist, so eine Funktionsschicht einfach schlampig zu verlegen. Es ist, wenn Sie nach gutem Wissen und Gewissen mit einer durchschnittlichen Baustellenroutine arbeiten, dann sind diese Aufbauten deutlich fehlerverzeihender und bauphysikalisch langfristig sicherer als mit konventionellen Dämmstoffen. Wir sind planungssicher, wir wissen genau, was die Produkte können, was an Feuchtespeicherpotenzial da ist, wie diffusionsoffene Bahnen sind. Da steht der Planer und Energieberater im Vordergrund. Und am Ende geht es für uns alle oder um uns alle, und da sind wir als Industrie genauso mit eingebunden, das Ganze ist zuverlässig und langlebig. Und so soll es sein, damit wir eben mit gutem Gewissen und auf Augenhöhe auch nochmal zu dem Kunden wiederkommen können und den vielleicht auch mal fragen können, darf ich dein Objekt als Referenz fürs nächste Bauvorhaben nennen? Ich bin soweit durch mit meinen Ausführungen. Gibt es Fragen jetzt noch zwischendurch?